Bei Nacht wird der Boden in Untermaßfeld lebendig. Maulwurfsgrillen machen sich auf den Weg. Die großen Insekten gehören zu den Heuschrecken. Aber mit normalen Grashüpfern verbindet sie wenig. Die Maulwurfsgrille gräbt statt zu hüpfen. Die Vorderbeine sind kraftvolle Schaufeln, wie beim Maulwurf. Mit ihnen wühlt sich die Grille durch die Erde. Jede Nacht kann sie bis zu 40 Meter Stollen anlegen. Nur im Frühjahr treibt es die Grille ins Freie. Dann bauen die Männchen Schalltrichter an der Oberfläche. Die Trichter dienen als Verstärker für das Liebeslied, das die Männchen dann unter der Erde anstimmen. Weibchen können da nicht widerstehen. Weite Strecken nehmen sie in Kauf, um ihren Sänger zu finden. Die Paarung findet dann meist unterirdisch statt. Kurze Zeit später entstehen kahle Stellen im Gras. Hier liegt eine Brutkammer. Damit die Kammer von der Sonne schneller erwärmt wird, beißt das Weibchen die Graswurzeln über dem Gelege ab. Hunderte Eier warten hier jetzt auf den Schlupf. Überbevölkerung ist bei den Grillen Programm. Das wiederum führt zu Futtermangel. Eigentlich fressen Maulwurfsgrillen Engerlinge und Würmer. Aber wenn die knapp werden, machen sie sich auch über Artgenossen her. Dies sind Reste eines Kannibalenmahls. Und auch Pflanzen sind dann nicht mehr sicher. Wenn Monika Seidelmann ihre Beete in Untermaßfeld kontrolliert, erlebt sie immer böse Überraschungen. Heute hat es die Fräsien erwischt, aber auch Salat, Kartoffeln und anderes Gemüse knabbern die Grillen an. Die Kleingärtner müssen ständig nachpflanzen und sind verärgert. Den Grillen gefällt es in Untermaßfeld wahrscheinlich deshalb so gut, weil es dort extrem feucht ist. Maulwurfsgrillen lieben das Wasser. Die Tiere sind sehr gute Schwimmer, Erdkrebse heißen sie deshalb in manchen Gegenden. Im Wasser bewegen sie sich fast so geschickt wie im Boden. Sehr selten gelingt es in Deutschland noch, so etwas zu beobachten, denn fast überall sind die Maulwurfsgrillen extrem rar geworden. Nur eben in Untermaßfeld nicht. Hier buddeln sie sich zu Tausenden durch die feuchten Böden. Hier sind sie Schädlinge, auch wenn sie andernorts als Naturschätze betrachtet werden. Für die Gärtner allerdings ist das ein schwacher Trost. Thank you.